Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Anno 1800 mit eurem Hannibal. Ja, beim letzten Mal haben wir versucht, uns beim besten Willen und mit bestem Wissen und Gewissen uns dem Untergang zu entgegnen. Wir haben festgestellt, Bisaboa ist unsere Negativinsel. Skarsbark ist auch nicht gerade toll. Wir müssten halt schauen, dass wir peu à peu Paprika. Können wir von hier, wie viel haben wir Paprika denn? Rohmaterial. Pflanzenprodukte. Paprika wird gerade hier gut aufgefüllt. So. Rohmaterial. Wir kriegen die Konserven langsam. Zwischenprodukte Gulasch. Bleibt im Moment stabil. Ja, das ist schon mal wieder etwas. Ja, eigentlich möchte ich da lieber im Plus sein. Deswegen schauen wir mal. Ja, eine Großküche. Würde ich gerne noch eine Großküche bauen. Aber mir geht hier auf der Insel im Moment ein bisschen der Platz aus, um eine Großküche zu bauen. Müssen wir mal schauen, was wir wieder auslagern, was funktionierend ausgelagert werden kann. Ja, wohlgemerkt, das muss ja dann auch funktionieren. Hat ja in letzter Zeit nicht so alles so perfekt funktioniert. Wie wär's mit einer Hand wäscht die andere? Ich weiß das zu schätzen. Zerstören Sie eine Fregatte. Okay. Dann schicken wir doch ein Linienschiff. Segel setzen. So. Schicken wir doch einfach mal eine Fregatte da los. Und dann ist gut. Haben wir ein paar Minuten Zeit. Schaffen wir ja dann normalerweise in dieser Folge das abzuschließen. So. Was ist denn hier los? Ach ja, das ist nur das Wetter. Ich dachte schon, irgendwas anderes wäre wieder. Oh. Ja, wir müssen mit den Fleischkonserven mal gucken. Ruten. Schnapswurst. Wir müssen dann mal hier ins Gaspack. Nee, nicht Gulasch, sondern Konsumgüter. Konserven aufnehmen und das abgeben und ansonsten müssen wir dann auch hier hinten dann direkt festlegen, dass es ein Minimum geben muss. Mindestbestand 200. Ja. Damit der Bestand nicht zu niedrig wird, hier müssen wir dann mal schauen, dass das vielleicht irgendwann... Ja, das muss doch mal langsam mit dem Bier auch mal im Vorwärts kommen. Kein Platz mehr frei. Ja. Was machen die denn mit dem Bier? Fressen die das oder was? Schnaps sind sie auch am Fressen. Ja. Den Schnaps sind sie auch am Fressen. Ich muss mal das Gefühl. So. Aber wir haben noch eine Route, die Schnaps transportieren soll. Schnaps ist hier im Überfluss da. Bereit für den Einsatz. Aber es fehlt einfach hier der zweite Anlieger. Ja, der fehlt gerade. Was ist mit meinem Gefahr?
So. Was haben wir denn noch? Auf Handelsrouten. Inaktive Schiffe. Da müssen wir mal hier gucken. Routen. Dann brauchen wir vielleicht noch. Ne, die Anji können wir dafür nicht nehmen, sondern wir brauchen dafür einen Vierer. So. Old Verb. Sollst du laden Fleisch? So. Mhm. Wo haben wir denn die Anji? Müssen wir mal gucken, was ist da los? Ja, zeig mir mal, wo die Anji ist. Ah, okay. Die muss ich dann gleich mal gucken, dass ich die leer mache. So. Inaktive Schiffe, die Seebrücke. Ja, da haben wir noch ein paar, ne? Ein paar inaktive Schiffe. Was ist denn das? Auf dieser Route gibt es mehrere Probleme. Wurst wird geladen. Oh. Ist doch normalerweise nicht das Problem. Oder haben wir jetzt auch mittlerweile hier ein Wurstproblem? Es ist immer was, ne? Es gibt immer was zu tun. Es geht jetzt um die Wurst, oder was? Der Wurst geht auch runter. Schweinefleisch ist nicht das Problem, sondern eher, ja. Die Metzgereien. Gut. So, haben wir jetzt Metzgereien genug, die das entgegennehmen können. Lagerhaus brauchen wir wahrscheinlich auch noch wieder eins. So. Hier fehlen die Rohstoffe. So, Lagerhaus. Machen wir dann hier eins hin. So, direkt hochgerüstet. Ja. Das Problem ist ja eigentlich auch teilweise, dass wir Ausgangslager ist voll. Ja. So. Wir sind viel zu wenige. Mehr als bereit. So. Ausbauen. So. Wir liegen Ihnen wirklich am Herzen, oder? Jo, jo, ihr kriegt eure Wurst. Irgendwann mal.
So. Ja. Müssen wir mal schauen. Dass wir hier peu à peu dann noch die Dinger hier vorkriegen, dass wir hier auch Ziegel abbauen können. Dass wir eine zweite Ziegelinsel haben. Ja. So, wie sieht denn hier die Bilanz mittlerweile? Das Gasbug ist Mist. Dieser Bohrer ist auch noch Mist. Ist Mist, war Mist und wird immer Mist bleiben. Achtung, Admiral anwesend. So. Vorsetzen. Wir hätten häufiger zusammen Tee trinken sollen. Sind unterwegs. Angriffsformation. Jack. Das Schiff. Segel setzen. So. Wollen wir mal gucken. Geben wir mal ein bisschen Gas. Jetzt haben wir wieder irgendwo. Ja, hier ist. Jetzt haben wir hier das Problem. Ja, wir kriegen nicht genug Rum in die Bude. Wo ist denn der Marktplatz? Ich will nicht das Wirtshaus, ich will den Marktplatz. So. Bier ist das Problem und Schnaps ist das Problem. Ja. So. Bier, damit können wir ja noch mit Brauereien dagegen arbeiten, ne? So. Müssen wir mal einfach schauen. So, Hopfen ist da. Malz ist auch genug da. So. Müssen die mal etwas stärker brauen hier. Und hier muss ein bisschen mehr Schnaps von der Insel kommen. Wir haben schon 28 Schnapsbrennereien. Ja. Wie sieht's hier aus? Der Schnaps ist eigentlich genug von der Insel da, ne? Aber es kommt einfach zu langsam hier eben drüben an. Müsste eigentlich mal, wahrscheinlich muss ich mal hier so ein großes Schiff nehmen. So ein Linienschiff. Da bis oben hin voll knallen. Das werde ich jetzt auch machen. Neue Befehle? Will ich hier mal so ein Linienschiff nehmen. Mal bis oben hin voll knallen. Mal 150. Wenn ich mal so ein bisschen so richtig auf die Kacke hauen und da unten mal das Lager mal aufmachen. Und mal richtig mal voll knallen. Ne? Das muss man wirklich wahrscheinlich machen. Sonst funktioniert das ja nicht. Jetzt ist es da auf einmal. Ja, toll. Wow. Ja. Dann jagt das Ding da mal weg aus der von der Karte runter. Ja. So. Spielstand gespeichert. So. Kein Lagerhaus in Reichweite. Ja, das haben wir ja jetzt schnell erledigt. Ne?
So. Mhm. So. Passt das. Ne? Haben wir das auch. Jetzt können wir hier vielleicht die Insel mal so... Müssen wir mal schauen, dass wir die Insel mal aus dem Tal der Tränen rauskriegen hier. Oder die anderen Insel mal deutlich ins Plus kriegen. Schiff unter Beschuss. Achtung, Admiral anwesend. Kurs setzen. Segel setzen. Sind unterwegs. So. Das machen wir mal, ne? Sind unterwegs. Aber denn noch inaktive Schiffe hier? So, das haben wir. Das bringst du dir zurück. So, was war denn hier? Fisch ist jetzt... Ach, Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass da ja alles Mögliche die ganze Zeit hier ausgeht. Schaust du 2 Minuten nicht hin, hast du das nächste Chaos. Freie Küste erforderlich. Ja, da ist doch überall freie Küste, oder nicht? So. So, dann müssen wir hier noch ein Lagerhaus hin machen. Wahrscheinlich. So, machen wir mal 2 Lagerhäuser. Wenn wir den Fisch ans Land kriegen. So. Weil ansonsten haben wir jetzt hier zu wenig Bauern auf einmal. Ach, es ist doch... Es ist immer irgendwas, ne? Manchmal nervt das schon ein bisschen. Alles bereit. Bin ich ehrlich, manchmal nervt's. Mhm. So, die Angie ist jetzt auch komplett frei für die Fahrt. Ja. Hm. So, Fisch musste jetzt eigentlich relativ zügig. Ja, das ist halt wieder der... Der Kreislauf, der eigene Kreislauf, der sich da kaputt macht. Ne? Spielstand gespeichert. So. Nicht genug Arbeitskraft auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja. Ach, als wäre jeden Tag. So. Müsste doch jetzt mal langsam alles ins Lot kommen, ja, oder nicht? Admiral auf der Brücke. Arbeitskraft.
ganz ehrlich, das erste Mal, dass ich Fisch transportieren muss. Naja. Das musst du dir ja vorstellen. Ich muss Fisch transportieren. Und Schnaps. Fisch und Schnaps. Ach ja. Schoner steht bereit. Wow. Wir müssen auch mal gucken, dass wir auf der anderen Seite mal eine Anlegestelle hinkriegen. So, und du, mein lieber Kampfkreuzer der Maxis-Klasse, nee, was machst du? Du kannst jetzt mal Baumaterial mitnehmen, damit wir drüben ins Gasback endlich diesen Anleger bauen können. Kann nämlich nicht sein, dass wir hier den Anleger nicht haben. So, wo ist denn... Oh, bis Bisabor ist halt unser Problem. Rotwerb kriegen wir jetzt gleich wieder in Ordnung. Warum sollte der Himmel nicht jeden Tag azurblau sein? Ja, der Fisch ist immer noch minus 3. Wir haben jetzt schon quasi alle Küsten, Fischküsten zugebaut. Ja. Es wird gemunkelt, du hast es erledigt. Ja, es wird nicht nur gemunkelt, es ist auch so. So. Die Schuld ist hiermit beglichen. Dann haben wir jetzt hier auch nochmal 4 Fischereien. Ja. Wir haben halt immer noch das Problem, wir haben keine Bauernarbeitskraft. Bereit für neue Befehle. So. So, und ein neuer Auftrag. Neue Befehle? Ah ja. So, du bringst mir jetzt Fässer auch nochmal rüber und holst nochmal Schnaps. So, gib mal Gas. Hier ist jetzt auch noch mal Schnaps holen. In die Takelage. So, und den bringst du hier runter. Volle Segel. Und dann müssen wir mal schauen. Nicht genug Anbaufläche. So, dass wir hier wieder genug Bauern haben. Ne? Das ist halt der Kreislauf. In diesem Spiel. Ne? Ja. Ja, den muss man irgendwie versuchen einzuhalten, damit man einigermaßen klarkommt. So. Ich weiß, es ist nicht unbedingt, manchmal sieht es aus, als wüsste ich nicht, was ich tue, aber glaub mir mal, ich versuche schon mehr zu tun, als würde ich das nicht können. Ne? Ich versuche schon, das hinzubekommen hier. Peu à peu. Es ist nicht so einfach, wie es manchmal aussieht.
Für manche kann es vielleicht ein einfaches Spiel sein. Ich finde es nicht unbedingt so einfach, weil, wie ihr seht, jedes Mal, wenn man irgendwo eine kleine Baustelle abschließt, öffnet sich was Neues. Ne? Und wir haben... Jetzt kriegen wir langsam Wurst, geht wieder in Ordnung. Ja. Schnaps ist auch mittlerweile auf einem guten Weg. Ja. Das heißt, die Insel ist nicht mehr total unterversorgt. Ja. Einsatzbereit. Oh, das ist ja schon mal was. Ne? Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir... So. Wieder genug Einwohner haben, die freiwillig hier leben wollen. So. Dazu brauchen wir jetzt wieder eine Feuerwache. So. Die es da beschützt. Ein Marktplatz wahrscheinlich. Zuversichtlich, dass wir es haben. So, das. Da wusste ich. Ich wusste es. Da fehlt der Marktplatz. So. Dann fehlt das Wirtshaus. Wusste ich auch, dass das fehlt. Und wahrscheinlich, warum hier eigentlich mal eine Polizeiwache oder sowas? No. Well, haben wir ja. Der Marktplatz. Er kommt. So. Ja, dann ziehen die Leute ein und wir kriegen Purple. So. Na komm, ein Hölzchen. Müsst ihr wohl jetzt mal langsam mal ein Holz hinkriegen. So, jetzt ist die Feuerwache da. Ja, haben wir schon mal. Ja, das ist eine schöne Insel hier. Es gibt immer was zu tun und es macht ja Spaß. So ist ja nicht. Es macht ja schon Spaß. Auch wenn ich manchmal mecker und alles. Es macht ja schon Spaß. Ja. Definitiv. Also lebt das nicht immer alles so für... Ja, der meckert ja nur die ganze Zeit über das Spiel. Nein, das stimmt nicht. Es macht mir Spaß und natürlich ist es manchmal ein bisschen anstrengend. Wenn man sieht, ja, man muss sich um das kümmern, man muss sich um jenes kümmern. Ja. Natürlich macht das dann manchmal... Denkt man sich auch, man ist irgendwie. Es macht einem das Spiel ein bisschen nicht unbedingt leicht. Ja. Aber wer möchte schon ein total leichtes Spiel haben, ne? Also ich nicht. Ich bin da in der Hinsicht froh drüber, wenn das Spiel mir mal zeigt. Ja, das und das musst du drauf achten. Ja. Ich bin jetzt gerne mal ein bisschen ruhiger, ne? Also ich versuche das alles einigermaßen ruhig jetzt über die Bühne zu kriegen. So. Jetzt haben wir mal hier die Vorräte aufgefüllt. Damit wir, Was immer Sie sagen, Boss, ich bin dabei. So. Wirtshaus. So, dann haben wir hier Bier und so weiter, ist natürlich wieder mal gefragt, wie auch Wurst.
Ah, es geht um die Wurst. Ja, die Paprika-Insel ist, müssen wir mal... Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier... Na komm. So. Die Menschen lassen sie hochleben. Mehr als bereit. Jetzt haben wir die zweite Anlegestelle. Damit können wir dann schon mal... Damit geht das alles ein bisschen zügiger. So. Auf die alte Dame ist Verlass. So. Bereit für den Einsatz. Wie ist das hier auf den Routen? Ja, und dann fahr auf deine Route weiter. Die meisten sehen sich doch eh nur die Bilder an. Mhm. Sie haben an Einfluss verloren. Mist, jetzt haben wir das verpasst. Jetzt haben wir wieder das Problem. Die Inseln sind alle auf Sand gebaut, vor allem das Gasback. Ist irgendwie gefühlt auf Sand gebaut worden. Ja. Mit vielem Aas. Naja. Luxus fehlt. Zufriedenheit ist niedrig. So. Da brauchen wir mal die Nähmaschinen, ne? Wie sieht's denn hier aus? Haben wir, wie viele Nähmaschinenfabriken haben wir denn? Zwei Stück. So. Das ist schon mittlerweile relativ auf einem anständigen Niveau. So. Hat nichts Gutes zu sagen. Oder? Und jetzt brauchen wir einen einzelnen zusätzlichen Handwerker. Häuschen. Oh. Naja. Bauen wir als erstes das Varieté, ne? Wollen wir mal schauen, dass wir das Varieté bauen. Da wird je hier ein bisschen mehr in die Kasse schmeißen. Ne? Mhm. Wo haben wir denn hier eins? Eins muss da stehen. Ne? So. Zwei auf der Insel. Irgendwo ist doch dann. Itemsockel. Nee. Schule. Rathaus. Mein Leben ist halb gelebt. Ja, ja, komm. Varieté haben wir doch. Der ist doch voll versorgt. Da muss ja irgendwo eins sein, ne? Irgendwo muss er ja versorgt werden von. Keine Ahnung, wo das jetzt ist. Mehr sehe ich es gerade nicht, ne?
einmal jemand sagte, ihm gefalle meine Arbeit nicht, warf ich mich vor lauter Enttäuschung. Ach ja. So ist das nun mal. Wir brauchen auf jeden Fall ein zweites. Damit wir hier die Versorgung hinbekommen. So. Zufriedener Handwerker. So. Der ist unzufrieden, der ist zufrieden. Und zufriedene Handwerker geben uns Geld. So. Was ist in Skarsbak los? Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Ist denn hier wenigstens mal... Müssen wir mal auf den Marktplatz gucken. Wo habe ich denn jetzt den Marktplatz? Den Marktplatz. So. Nähmaschinen. Ja, Nähmaschinen sind mein Problem. Wenn ich Nähmaschinen hier hätte, wäre die Insel schon deutlich besser unterwegs. So. Wie viele Nähmaschinen habe ich denn mittlerweile? Hm. 420 und Routen. Ja, die Nähmaschinen. Was ist denn jetzt das Problem? Die haben nur zwei Frachtplätze, okay. So. 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 Was ist hier das Problem? Ja, die sind auch nicht dafür ausgelegt. So. Ach ja. So. Machen wir dann jetzt die inaktiven Schiffe. Kühner Kobold. Bring das doch hier hin. So. Bring das einfach mal hier rüber. So. Städtischer Karneval. Okay. So, was haben wir hier? Da müssen wir noch Varieté. Wie gesagt, da müssen wir noch Varieté bauen. So, damit wir die Zufriedenheit hochkriegen. Damit wir hier uns aus unzufriedenen Handwerkern zufriedene Handwerker machen. Brauchen wir hier mal eine Straße? Dann können wir mal gucken, ob wir hier noch eine anständige Straße hinkriegen. So. Schöne breite Straße haben wir hier. Varieté, komm. Die 40, mach die 40 voll. Das muss noch drin sein. So. Klick, 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 klick. Muss doch mal drin sein hier. Ja.
So. Fleischkonserven, wie sieht's denn damit aus? Sind noch gar keine angekommen, ne? Jo. Erst wenn dann so mal 100 da sind, werde ich hier die Kasse mal aufmachen. Und was ist hier? Nähmaschinen kommen die ersten an. Konservenfabriken laufen. Ich muss mir auf jeden Fall mal schlau machen. Wie viel von was man braucht, um anständig die Stadt auszubauen, ohne ohne ständig im Sumpf zu versinken. Definitiv, das muss ich mir mal anschauen. Jo, kann ich im Moment nicht. So, Scarsbuck und Oldwerb. Die beiden Städte müssen einfach so viel Überschuss machen, dass sie die kleinen Städte überwinden können. So. Schoner steht bereit. Was nimmt der? Ah, gut. So. Nimmt stark ab. Ja, das sollte sich aber eigentlich wieder regenerieren. Müssen wir einfach mal schauen. Ich muss mich mal ein bisschen schlau machen. Wie viel man von was und was braucht. Das habe ich jetzt schon öfters gesagt, ne? Das habe ich ja schon in vielen Folgen gesagt mittlerweile, dass ich das und das machen sollte. Jo. Habe ich aber immer noch nicht. Aber ich sage einfach mal, jetzt ist die Folge zu Ende und ich glaube, das war jetzt lang genug eine XXL-Folge. Ja. Passend zu Heiligabend, ne? Habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Bis demnächst. Euer Hannibal. Ciao.